Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer alternativen Entscheidung. Was wäre gewesen, wenn wir uns damals nicht dafür entschieden hätten, Siyanna zu befreien und mit ihr nach Teshamutna zu gehen, quasi so wie Detlaf es verlangt hat? Was wäre gewesen, wenn wir uns stattdessen dafür entschieden hätten, Orianna aufzusuchen, welche uns zum Unsichtbaren hätte führen können und welcher dann Detlaf dazu hätte bringen können, also zwingen können sogar, sich mit uns zu treffen? Und ich würde sagen, ohne eigentlich jetzt noch große Vorreden hier, finden wir doch heraus, was gewesen wäre, wenn. Tut mir leid, Regis, aber hier sterben Leute. Ich habe keine Zeit, erst recht nicht, um bizarre Pärchen zu therapieren. Verstehe. Schade. Du weißt, was zu tun ist. Geh zu Orianna und bitte sie, dich zu dem Unsichtbaren zu führen. Vielleicht ist sie einverstanden. Und was tust du? Jetzt? Was ich kann, um die Anzahl menschlicher Opfer gering zu halten. Wenn du erfährst, wo der Unsichtbare ist, gib mir über die Raben Bescheid. Ich komme und helfe dir. Selbst dann, wenn du gegen Detlaf kämpfen musst? Selbst dann. Viel Glück, Geralt. Alles klar, diesmal müssen wir wohl alleine durch die Stadt ziehen, aber okay. Kriegen wir auch noch irgendwie hin, denke ich. Gut, wir müssen jetzt also im Prinzip durch die Stadt, um die Vampirin Orianna zu finden. Ich würde sagen, wir bereiten uns natürlich erstmal ein bisschen vor. Das heißt, ich hau mir einen überlegenen weißen Honig rein. Dann das Vampiröl auf die Waffe. Und natürlich das schwarze Blut. Ach komm, anstatt dem weißen Honig, den brauche ich sowieso nicht so dringend. Und schlussendlich hätte ich ganz gerne noch für zwischendurch quasi hier ein bisschen Fleisch anstatt dem Absud. Und zu guter Letzt noch das Eisart aktiviert. Und dabei hier können wir den noch aktivieren und dann sind wir vorbereitet. Und ich würde sagen, los geht's. Suchen wir nach Orianna, der Vampirin. Und ich würde sagen, ich ziehe schon mal mein Schwert, falls wir hier gleich irgendeinem Vampir begegnen. Alter, ist da was los in der Stadt. Ich hoffe, wir kommen halbwegs durch und finden Orianna auch. Und da ist ja schon der Erste, ein Flatterer. Na hallo, aber mit dir sollte ich ja gerade so noch fertig werden. Meine Aufladungen werden nicht angezeigt. Warum? Ich hoffe, das Schwert lädt sich auf. Ja, es lädt sich auf. Ja, gerade gesehen. Okay, es wird also nur nicht angezeigt. Dann ist alles nicht so wild. Gut, dann weiter, weiter, weiter. Ach, da unten ist schon der nächste Vampir. Das ist aber kein Flatterer, das sehe ich von hier. Ja, das ist ein Katakan. Zur Seite, das erledigt mal ganz kurz. Das waren ja die, die sich so blöd unsichtbar machen konnten, ich erinnere mich. Das erledigt mal ein Hexer, mein Freund. Boah, der ist auch relativ schnell, muss ich sagen. Nicht schlecht. Bitte was? Es ist nur recht und billig, Hexer. Ein Held. Ach so, jetzt bin ich auf einmal ein Held. Na also, okay, gut, das lief ja schon mal gar nicht so schlecht, aber ich sag mal so, wir haben noch ein ganzes Stück Weg vor uns. Ich meine, wir wissen ja, wo Orianna wohnt. Wir waren zumindest schon mal da. Damals bei der Soiree, falls ihr euch erinnert. Ist schon wieder eine Weile her, aber gut, wir kriegen das irgendwie hin, denke ich. So, ja, jetzt kommen die ganzen Leute. Und da vorne taucht jetzt der Garkin auf, ne, genau. Diesmal haben wir aber nicht Regis, der uns helfen kann. Diesmal müssen wir allein mit dem Vieh fertig werden. Ja, er ist hässlich, Geralt, das sehe ich auch so. Ganz ruhig, Freundchen. Aaron bleibt aufgeladen. Sehr gut, damit erledigt. Warum stecke ich die Waffe eigentlich weg? Ist so ein Reflex. Gut. Okay, jetzt müssen wir gucken, wo wir genau hin müssen. Alter, da. Die Wachen, die hier sterben. Ah, verdammt, und die Fledermäuse. Ach ja, und ich erinnere mich, jetzt kommt hier ja die Bruxa. Na, dann komm mal her, du Olle. Überlegener Mondstaub. Wo ist sie denn? Kind, weg da. Ich kümmere mich um das blöde Mistvieh. Ganz ruhig, meine Gute. Ah, das brennt in den Ohren. Ich sehe dich, auch wenn du versuchst, dich zu verstecken. Versuch doch mal, mich zu beißen, meine Gute. Na komm. Mist. Da hat sie nicht versucht zu beißen. So, jetzt habe ich sie ja zumindest mal erwischt, aber sie mich auch. Das ist nicht so gut. Alter, da hat sie mich schon wieder erwischt. Sie ist hinter mir, oder? Ja. Okay, ganz ruhig. Vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren und nicht so sehr aufs schwarze Blut verlassen. Ich glaube, ich habe sie erwischt kurzzeitig. Da ist sie ja schon wieder.
Ganz ruhig. Habe ich sie erwischt? Sie blutet auf jeden Fall, habe ich das Gefühl. Und zurück. Alles klar, der Schwalbe tut seinen Dienst. Vielleicht mal das Art. Und ist sie tot? Oh, das Eisart hat sie direkt getötet. Sehr schön. Gut. Ja, das kann das Eisart immerhin. Sehr schön. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das passiert, aber finde ich gut. Ganz ruhig, Leute. Ich komme. Ach, verdammt. Noch ein weiterer Vampir. Komm mal her, du Flatterer. So, zack. Und hepp. Ich meine, wenn ich schon vorbeilaufe, kümmere ich mich auch gleich um dich. Ach, komm schon. Du hast doch keine Chance. Und zack. Sehr gut. So, hier könnten wir jetzt, glaube ich, die Spuren suchen, genau. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen weiter zu Orianna. Das heißt, wir gehen weiter. Alter, der brennt wieder. Ach, jetzt muss ich wieder über diesen blöden Marktplatz, oder? Da, wo die Bruxer und... Ja. Wo die Bruxer und der Alp sind. Dann kommt mal her. Wo ist die Bruxer? Die will ich vielleicht erstmal mit einer Bombe bewerfen. Das ist der Alp. Alles klar. Scheint diesmal nicht da zu sein, oder ich sehe sie. Doch, sie ist da. Ich habe sie nur nicht gesehen. Haha. Sie ist ja unsichtbar. Was habe ich erwartet? Ah, Mann, das ist gerade dumm. Ich habe die Bombe diesmal nicht auf das Vieh gekriegt. Das ist ganz schlecht. Die läuft hier irgendwo unsichtbar rum, die olle Bruxa. Schöne Melodie. Findest du, Geralt? Jetzt kommt sie. Ich habe sie gerade so ein bisschen schattig gesehen. Man sieht sie so ganz leicht, aber es ist halt echt schwer. Wenn sie sich mal ganz kurz materialisieren würde... Jetzt habe ich sie erwischt, oder? Ja, sehr gut. So, ein schwarzes Blut. Und jetzt Gegenangriff. Und vielleicht noch ein Schwalbe. So. Haben wir die Voraussetzungen sind schon mal geschaffen. Jetzt vielleicht Eisart für den blöden Alp. Ganz ruhig. Vielleicht wieder Quen. So, noch ist alles gut. Der Schwalbe birgt. Den verdammten Alp fertig machen, sagt sich auch so einfach, ey. Aber warum müssen es recht zwei von denen sein, ey? Und auf. Ja, wieder einmal erwischt. Ich weiß nicht, wo die Bruxa ist, aber ist mir auch egal. Hier, fresst mal das Eisart. So. Sehr gut. Nummer 1 erledigt. Bleibt nur noch die Bruxa. Das war gut. So, Quen, und jetzt kann ich mich um dich kümmern, meine Gute. Alleine solltest du ja jetzt nicht so das Problem sein. Wo ist sie denn da? Hm, komm her. Ja, erwischt. Und das Aerondite ist auch auf 10. Das ist sehr gut. Probier's mal damit. Ja, gut, okay. Nicht so doll. Jetzt muss ich gleich erstmal wieder das Quen reaktivieren. Zack. Ach, Mist. Ah, ich hasse diese Viecher. Und mir ist das schwarze Blut ausgegangen. Gleich mal ein neues reinhauen. Ich glaube, an sich komme ich gar nicht so schlecht mit dem Eisart auch bei der. Nein, ich wollte sie nicht erledigen. Ach, Mist. Ich wollte eigentlich einen normalen Angriff machen. Das ist ein bisschen blöd, dass das auf der gleichen Taste dann liegt. Aber im Endeffekt kann ich es im Notfall auch mit dem Eisart so langsam runterkriegen. Ja, vielleicht nicht, wenn ich gerade nichts mehr habe. Ach, Mist. Ich dachte, ich krieg sie da. Komm schon, versuch doch mal. Versuch mich doch mal zu beißen. Also, sie rennt gerade nur rum. Also, sie blutet, glaube ich, ein bisschen, kann das sein? Jetzt kommt sie. Erwischt, meine Gute. Da wirkt das schwarze Blut. So, ist sie tot? Ne, sie lebt tatsächlich noch, aber das schwarze Blut zeigt seine Wirkung. Und das war's. Na also. Man muss sie ein bisschen, man muss quasi ein bisschen sie dazu bringen, dass sie sich mein Blut einverleibt. Was denn? Ist hier jemand? Oh, da oben hat gerade jemand einen gefressen. Und da vorne ist schon wieder, ist das ein Garkin? Ja, mal wieder ein Garkin. Aber eure Sorte kenne ich ja jetzt schon so ein bisschen. Wo ist er denn? Da. Zack. So, und... Ach, komm schon. Jetzt springt er wieder hoch, oder? Und zack. Wenn man das Timing so ein bisschen hat, ist es gar nicht so schwer. So, ich glaube, wir sind bald bei Orianna angekommen. Kann das sein? Ja, ich glaube, da sind wir. Sehr schön. Was zum Henker ist hier los?
Wie lauten unsere Befehle? Rede! Ich weiß nicht. Es ist ein Schlachtfest. Clemence Einheit ist hin. Cosma ist tot. Und Hauptmann Damian? Angeblich hat er sich in der Bank verbarrikadiert. Aber das wird sie nicht lange aufhalten. Jetzt wüssten wir theoretisch, dass Damian in der Bank ist, aber das interessiert uns ja wie gesagt nicht. Oh, Raben. Sind die von Regis? Kann sein. Oh. Die Ritter haben die Tugenden verraten. Jetzt strafen die Götter uns alle. Halt den Mund, sonst lockst du sie an! Die haben sich hier verschanzt und hoffen, dass keiner angreift. Na gut, hier lebt ja immerhin ein höherer Vampir, aber das wissen die ja nicht, ne? So, Orianna, wo bist du denn? Hast du es gerade eilig? Und wie? Nun sei so gut und geh beiseite. Das Chaos in der Stadt. Weißt du, was da los ist? Natürlich. Es ist sehr ärgerlich. Ärgerlich ist auch gut, ne? Aber gut, was soll man erwarten, ne? Ein Blutbad in den Straßen? Ärgerlich? Da würden mir aber stärkere Vokabeln einfallen. Ach, weißt du, ich werde langsam alt. Bin nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Dazu braucht es schon etwas mehr. Ja, Mitgefühl ist nicht das Spezialgebiet von Vampiren. Ich dachte mir, dass du es merkst. War nicht schwer. Hast dir ja auch keine große Mühe gegeben. Hätte ich das sollen? Tja, ich bin Hexer. Und damit mein Feind? Das hängt ganz von dir ab. Nun gut, aber ich bin eigentlich nicht hier, um über Mitgefühl mit Vampiren zu reden. Ich muss den Unsichtbaren sehen und überreden, Detlaff aufzuhalten. Es ist dringend. Ich habe gehört, du könntest mir da helfen. Also wirklich? Der gute Regis braucht wohl eine Lektion. Er ist sehr indiskret geworden. Und du? Es gibt schlichtere Methoden, sich zu entleiben. Du könntest von irgendeiner Brücke springen. Ich will nur mit ihm reden. Reden. Köstlich. Er reißt dir den Kopf von den Schultern und macht Hackfleisch aus dir, bevor du auch nur den Mund aufmachst. Lass das meine Sorge sein. Wirst du tun, worum ich dich bitte? Auch ich zöge es vor, wenn die Stadt wieder ruhig wäre. Aber ein solches Geheimnis einem Hexer offenbaren? Weißt du was? Komm mit mir. Ich muss noch etwas erledigen, dann reden wir. Na gut, eigentlich haben wir tatsächlich keine Zeit, da hat Geralt schon recht. Aber seien wir mal ehrlich, als ob die sich jetzt von uns mit Worten überzeugen lassen wird. Ich meine, die schwebt ja nicht in Gefahr, wenn wir ehrlich sind, ne? Einem Menschen würde ich jetzt sagen, dass jede Verzögerung weitere Tode nach sich zieht. Aber ich bezweifle, dass dir das etwas bedeutet. Zu Recht, das tut es nicht. Wo willst du hin? Nicht weit. Siehst du, ich habe da eine Art Unterschlupf direkt vor Beauclair. Ein Waisenhaus, um genau zu sein. Mir haben die Vöglein zugeflüstert, dass dort etwas Schreckliches geschehen ist. Unter den aktuellen Umständen muss ich das ernst nehmen. Sicher verstehst du das. Mhm, durchaus. Gehen wir. Na dann, schauen wir uns dieses Waisenhaus mal an, würde ich sagen. Das hier muss ja ein Vermögen gekostet haben. Tja, ich habe nun mal eine Schwäche für Kinder. Das heißt? Das heißt, dass ich... Moment, riechst du das? Blut. Okay.
Was ist passiert? Wo ist Anno? Rede! Psst! Sonst kommt das... das Monster... Monster? Beruhigen ist vielleicht eine wichtige Sache bei einem Kind, aber wir müssen natürlich wissen, was hier angegriffen hat, ne? Was für ein Monster meinst du? Groß. Mit Zähnen. Und... Und was? Das bringt nichts. In seinem Zustand kann er uns nichts sagen. Sprich, was ist hier passiert? Ich hatte solche Angst. Solche Angst. Wovor? Du kannst es uns sagen. Lass dir Zeit. Ich bin von den Glocken aufgewacht. Und von den Schreien. Ich habe mir die Decke über den Kopf gezogen. Aber sie waren so laut. Und dann hat irgendwas auf das Dach geschlagen. Bumm, bumm, immer lauter. Und Onkel Arno ist gekommen und hat gesagt, seid ganz leise. Psst, dann passiert euch nichts. Der Hurensohn hat sie im Stich gelassen und ist abgehauen. Okay, mich würde erstmal interessieren, wer genau ist denn dieser Arno überhaupt? Wer ist dieser Arno? Der Betreuer. Er hat mit seiner Frau auf die Waisen aufgepasst. Gegen ein großzügiges Entgelt. Ich sehe sie nicht, ich höre und rieche sie nicht. Sie sind geflohen, haben die Kinder als Köder zurückgelassen. Onkel Arno hat gesagt, wir sollen still wie die Mäuschen sein. Dann kommt das Monster nicht. Aber es ist doch gekommen. Okay, und dann... Was genau? Ich meine, wir haben gesehen, was passiert ist, aber vielleicht gibt's noch ein paar wichtige Infos, ne? Und dann? Bates, Njev, Mora und die anderen sind rausgelaufen. Aber meine Schwester Anna und ich haben uns hier versteckt. Aber Anna hat angefangen zu weinen. Ich habe ihr den Mund zugehalten und psst gesagt, bis sie aufgehört hat. Du meinst, du hast sie? Lass ihn. Ich weiß jetzt genug. Ich auch. Etwas hat meine Kinder umgebracht. Ich bleibe bei dem Jungen. Er soll nicht schon wieder allein sein. Du jagst diesen Abschaum. Bring mir seinen Kopf, dann helfe ich dir mit dem Unsichtbaren. Ist auf jeden Fall ein Angebot, würde ich sagen. Eieiei, der Junge hat ganz schön was durchgemacht und zu allem Überfluss hat er aus Versehen noch seine Schwester getötet. Eieiei, na der wird, glaube ich, ein bisschen brauchen, um darüber wieder wegzukommen. Und darüber hinaus... Der Junge ist verletzt. Seine Wunden müssen versorgt werden. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Sicher? Ich habe viel Übung darin und brauche nur ein paar Minuten. Geh! Na gut, okay, ich mach ja schon, mein Gott. Gut, mal sehen, ob ich eine Spur finde. Wunderbar. Nur zu. An die Arbeit. Komm, Kleine. Ich sing dir was vor. Wölfe schlafen tief im Wald. Durch den nun der Ruf der Eulen schallt. Doch nur eine Seele liegt ganz wach, hat noch an Hexen und Geister gedacht. Nun gut. Sie singt da noch weiter und wir gucken uns mal um. Gegen die Wand geschleudert. Schädelbruch.
war sofort tot. Das Biest hat die Kinder getötet, aber nicht gefressen. Wurde es verscheucht oder abgelenkt? Komisch, ne? Da ist noch ein Toter. Ist der vielleicht angeknabbert oder so? Bauchwand an 3 Stellen aufgeschlitzt. Organe und Arterien verletzt. Aber scheinbar auch nicht das Blut getrunken. Also ich meine, es handelt sich ja hier wahrscheinlich um einen Vampir, würde ich einfach mal vermuten. Mit ziemlicher Sicherheit. Es sei denn natürlich, hier hat sich ein anderes Biest die... Ja, ein anderes Monster die Verwirrung zunutze gemacht. Das kann natürlich auch sein. Wunden an Kopf, Hals und Schultern. Das Monster hat von oben angegriffen. Ist wohl vom Dach gesprungen. Vom Dach? Ach, guck mal. Klettern kann es also auch noch. Klauenspuren. Scharfe, krumme Klauen. Das Monster hatte keine Probleme, aufs Dach zu klettern. Nun gut, nun gut. Da haben wir noch einen Toten, bevor ich die Spuren untersuche. Kehle aufgerissen, Kehlkopf zerschmettert. Ich dachte, vielleicht findet man mal heraus, was das genau für ein Monster war, aber das scheint die Kinder hier einfach nur rumgeworfen zu haben. Beziehungsweise, also ein Kehlkopf zerschmettert, das da hat's rumgeworfen, das andere einfach zerfetzt. Pfotenspuren, zweibeiniges Monster, läuft gebeugt. Also mit ziemlicher Sicherheit ein Vampir. Fragt sich nur, warum er die Kinder nicht getrunken hat. Das Blut ist sogar noch feucht. Also kann er noch nicht weit weg sein. Da haben wir noch einen Toten. Glatte Wundränder. Die Klauen gingen wie durch Butter. Junge, dünne Knochen bieten kaum Widerstand. Danke für die Information. Noch ein Toter. Aorta zerschlitzt. Daneben Bissspuren. Aber alt und vernarrt. Alte, vernarbte Bissspuren. Na, ich hab so eine Ahnung, woher die kommen. Und was ist das da? Was so grün aussieht? Es ist kein Blut. Ich muss nachforschen. Schauen wir mal. Scheint ziemlich zu stinken. Gucken wir mal, wo uns der Gestank hinführt. Hier sind weitere Fußspuren auf jeden Fall. Interessant. Heißt, dass das Monster kam auch von hier oben. Eventuell, oder es ist hier einfach nur ein bisschen rumgesprungen, das kann ja auch sein. Beziehungsweise es ist hier rüber gesprungen und dann weiter nach da gelaufen oder so. Auf jeden Fall haben wir hier noch einen Toten. Schleim. Vielleicht Gift? Das verkürzt die Liste der Verdächtigen. Giftdrüsen, lange Klauen, Blutsauger. Es muss ein Garkin sein. Ein Alpha-Exemplar. Ein Garkin tötet zum Vergnügen. Die Kinder haben ihm nur Appetit gemacht. Gewiss hat er auch die Betreuer verfolgt. Ein Alpha-Garkin, so. Hier ist er lang und hier sehe ich doch Spuren eines Wagens. Na komm. Manchmal, ne? Hier laufen die Spuren vom Garkin und vom Wagen zusammen. Ob das Vieh sie eingeholt hat? Plätze! So, Plötze, komm mal hier rüber und ich lese mir so lange den Eintrag zu Alpha-Garkins durch. Handelt sich ja dann wohl um Vampire. Alpha-Garkins. Wenn ein Vampir einen Hexer beauftragt, einen anderen Vampir zu töten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass beide nicht sämtliche Tassen im Schrank haben. Der Auftrag schien simpel genug, doch Geralt wusste, dass es um einen Vampir ging. Wobei Vampire eine sehr heterogene Spezies sind, deren Unterformen sich erheblich voneinander unterscheiden können. Der Hexer fand heraus, dass das gesuchte Exemplar lange, krumme Klauen hatte, mit denen es seine Opfer mühelos zerreißen konnte und dass es ein Gift zur Hemmung der Blutgerinnung absonderte. Mit seinen Klauen konnte es außerdem senkrecht an Gebäuden hochklettern, was ihm den Ruf schier magischer Fähigkeiten eintrug. Nicht zuletzt stellte Geralt fest, dass sein Gegner ein erfahrener Räuber war, der seine Beute in Fallen lockte und aus dem Hinterhalt angriff. Mondstaub, Samum, Vampiröl, schwarzes Blut, na gut. Hätte ich ja ein bisschen mehr erwartet, so Plötze kommt nicht. Gut, ich kann's nicht verdenken, muss ich ehrlich sagen. Aber wir müssen hier mal hinterher, meine Gute. Nun gut, ein Alpha-Garkin also. Und ein Gift, das die Blutgerinnung stoppt, damit die... Ist von der Straße abgekommen. Die Pferde müssen durchgegangen sein. Ja, kann ich auch verstehen. Damit die Opfer schön ordentlich ausbluten und der Vampir sich schön genüsslich satt trinken kann, ohne Probleme.
Ganz toll. Na gut, dann schauen wir mal. Da ist der Wagen. Der Garkin hat sie eingeholt. Hier endet die Spur. Ich muss mich umsehen. Die Wunden sind schwer. Wenigstens hat es nicht lange gelitten. Naja gut, schön ist trotzdem nicht. Ist das einer der Betreuer? Er hat sie zerrissen und dann ihr Blut getrunken, bis zum letzten Tropfen. Der Garkin hat sich hier vollgefressen. Vermutlich ruht er sich in der Nähe aus und verdaut. Ja, da drüben ist er scheinbar. Dann würde ich einfach sagen, hauen wir das Vampiröl wieder drauf. Warum auch nicht, ne? Und ich glaube, den Rest brauche ich jetzt nicht so zwingend. Dann gucken wir mal. Der hat sich nach dem Essen also quasi hingelegt und verdaut. Schläft er? Da hängt er. Der scheint zu schlafen. Vielleicht können wir ihn ja im Schlaf überraschen. Quasi umbringen, ohne großen Kampf zu machen. Jetzt bloß leise, Geralt, ne? Sei verdammt nochmal leise. Das mit dem Leiser hat nicht geklappt. Ich häng mir deinen Kopf an den Sattel, du Bastard. Na gut, dann komm mal her. Ach Gott, der kann das auch wie die normalen Garkins. Schön weit weg. Okay, dann komm mal her, Freundchen. Ha. Das habe ich schon gelernt von deinen kleineren Exemplaren, wie man dem am besten ausweicht. Das Timing habe ich raus. Wow. Fast zumindest, da hätte er mich fast erwischt. Was war denn das für ein komischer Sprung, mein Freund? Na gut, ganz ruhig. Zack. Und ganz vorsichtig. Na, der hält schon ein bisschen mehr aus. Und das war nicht ganz so clever, aber Quen ist noch drin. Willst du nicht nochmal angesprungen kommen? Jetzt macht er den Spaß wieder. Boah, was, das reicht so weit? Das hätte ich ja nicht gedacht. Zack. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich genau macht, um ehrlich zu sein. Ob er mich damit quasi spürt, wo ich bin oder so. Das scheint ja irgendwie ein Angriff auf mich zu sein. Keine Ahnung, was das eigentlich für ein Angriff ist. So, jetzt ist mein Aeron-Light aufgeladen. Jetzt hast du kleiner, aber keine Chance mehr. Das verrate ich dir. Vor allem, da ich das Timing habe. Und zack. So, und ich würde sagen, das war's gleich mit dir. App und tschüss. Na also, dann nehme ich mir mal deine Trophäe und dann kehren wir zu Orianna zurück und sagen ihr, dass der Auftrag abgeschlossen ist. Ein Auftrag von einem Vampir, ist auch mal was Neues, ne? Aber gut, warum eigentlich nicht? So, plötzlich ist die Rauch auch direkt da, sehr schön. Beweg dich! Kommst du hier hoch, ist die große Frage. Ah, okay, ich glaube nämlich ja, hier kommen wir direkt auch auf den Weg, sehr schön. Das heißt, dann folgen wir direkt dem Weg. Dann müssten wir nämlich, glaube ich, quasi direkt am Waisenhaus vorbeikommen. Weil hier sollte der Wagen, glaube ich, eigentlich langfahren. Zumindest hatte der Wagen das vor. Hat natürlich aber sein Ziel nie erreicht. Wobei die Frage ist, was eigentlich genau sein Ziel war. Wahrscheinlich einfach nur so weit wie weg wie möglich. Aber eben möglichst auf der Straße. So, Plötze, danke dafür. Und ich gehe dann mal zu Orianna. Auftrag... fertig, jetzt würde ich gerne wissen, wie ich den Unsichtbaren finde, meine Gute. So, oh, Tür diesmal zu. Da bin ich wieder. Orianna? Lass ihn los. Sofort. Ich dachte, du würdest länger brauchen. Richtig. Ich bin auch noch nicht fertig. Ich muss mich noch um eines kümmern. Dich. Das Waisenhaus ist also dein Weinkeller, ja? Dein Blutschrank?
Na, na. Ich habe nie behauptet, dass ich den Kindern aus reiner Herzensgüte helfe, wie du freundlicherweise zur Kenntnis nehmen könntest. Geh raus, kleiner Mann, und mach die Tür hinter dir zu. Nein! Tu ihr nichts! Tante Oriana hat sich um uns gekümmert. Sie hat uns von der Straße geholt, uns Bonbons gebracht und was vorgesungen. Lass sie in Ruhe! Siehst du, Hexer? Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Sie hat zahllose Schattierungen. Es stimmt, dass ich von den Kindern trinke, aber ich bringe sie nicht um. Und ich habe ihnen viel zurückgegeben. Ach ja, und was ist mit den Kindern, deren Blut dir nicht schmeckt? Ist vielleicht auch mal nicht ein Kind, na gut, dass es aus Versehen umgekommen ist, weil sie zu viel Blut getrunken hat, würde ich gar nicht mal glauben, weil ich glaube, das kann sie als Vampir, die ja wahrscheinlich auch schon lange gelebt hat, ganz gut einschätzen. Aber was ist mit Kindern, deren Blut dir nicht schmeckt? Die wirst du doch sicher nicht durchfüttern, oder? Ich will gar nicht wissen, was sie mit denen macht. Die verschwinden wahrscheinlich auf unerklärliche Weise aus dem Waisenhaus wieder, ne? Aber na gut, was wollen wir machen, ne? Beweise gibt's zumindest keine. Soll ich dir jetzt danken, dass du dich so gut um die Waisen gekümmert hast? Tja, was liegt dir ihr Wohlergehen doch am Herzen? Amüsant. Wie geht es denn den jungen Hexern? Wie viele überleben eure Proben? Lenk nicht ab, das lasse ich nicht zu. Dann komm zur Sache. Ich habe den Auftrag erfüllt. Ein Garkin hat die Kinder getötet. Einer der Vampire, die Detlaf herbeigerufen hat. Er sollte die Stadt angreifen, aber dann hat der Geruch der Kinder ihn hergelockt. Ja, der trägt wirklich weit. Seine Süße kitzelt in der Nase und lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Der Älteste der Unsichtbaren. Wo finde ich ihn? Er hat sein Lager westlich der Stadt hinter dem See. Such nach einer Höhle am Ufer. Und dieser Stein öffnet eine verborgene Tür. Du bringst mich nicht hin? Ich suche den Unsichtbaren nur auf, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Wenn du ihn triffst, weißt du warum. Ich komme dich eines Tages holen. Das ist dir doch klar. Dann werde ich nach dir Ausschau halten. Naja, am Ende hat sie ja nochmal ganz schön provoziert. Ich sollte Regis rufen. Gib mir über die Raben Bescheid, hat er gesagt. Muss ich mal sagen, aber jetzt haben wir echt keine Zeit, uns auch noch um Oriana zu kümmern. Nun gut, da sind das die Raben. Ja, das sind dann wahrscheinlich die Raben von Regis, die da sitzen. Dann, hier, sagt mal Regis Bescheid. Ich hab's soweit hingekriegt, alles. Also, ich warte am Anleger beim Palast auf Regis. Würdet ihr ihm das sagen? Okay, zumindest scheinen sie verstanden zu haben. Na gut, dann würde ich sagen, auf zu Regis. Wir haben ja echt keine Zeit gerade, ne? Kommt da ein fahrender Ritter entgegen? Hallo, die Stadt wird von Vampiren angegriffen. Kümmer dich vielleicht mal darum.